Trainer, ganz herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt. Es war ein furioses Fotofinish, aber das kennst du ja schon von der letzten Saison. Wie hast du es insgesamt heute erlebt? Ich habe es sensationell erlebt. Ich denke mal, es war spannend genug für alle. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern. Bei allen Zuschauern, die heute so eine Ekstase verbreitet haben, dass ich meine Mannschaft nicht mehr erreichen konnte. Und das war toll. Genauso danke an alle, die mitgearbeitet haben. Ja, auch von euch. Ja, wir haben immer wieder die Mannschaft aufgerichtet nach dem Preußenspiel, nach dem Offenbach-Spiel. Und wir haben daran geglaubt. Ich denke mal, wir haben heute eine absolut engagierte Leistung gezeigt. Wir haben so viele Chancen kreiert, die wir nicht reingemacht haben, wo wir gedacht haben, ey, geht das schon wieder so los wie die ganzen anderen Spiele. Und dann noch der Elfmeter, das war alles symptomatisch. Aber wir haben nicht aufgegeben. Und dass es so knapp wird, das ist schon ordentlich. Was war das für eine Herausforderung für das Coaching, wenn du auf der Bank quasi immer wieder erfährst, insbesondere in der Schlussphase, wie sich, sagen wir mal, die Situation minütlich, wenn nicht sogar sekündlich ändert? Ja, deswegen erstmal ganz, ganz viel Dank an die ganzen anderen Mannschaften, weil ich finde, das ist Fair Play, das gehört zum Fußball dazu. Da kann man sich nur bedanken. Stuttgart hat heute auch alles gegeben, also die haben uns nichts geschenkt. Und ja, ich wollte einwechseln, weil wir noch Tore brauchten. Auf einmal hieß es, es reicht. Dann habe ich Fabian Franke schnell geholt, weil ich habe in der Mannschaft keinen mehr erreicht, dass sie wieder zurückkommen sollten, dass er es auf dem Platz regelt. Dann hieß es, wenn wir doch noch ein Tor brauchen wir. Ja, und ich denke mal, für die ganze Saison wurden wir heute mal belohnt vom Glück, dass wir es in der Nachspielzeit geregelt gekriegt haben. Dankeschön. Bitteschön.